Liebe Gäste, viele hat Harry Klugmann ein ganzes Reiterleben lang begleitet. Mir selbst war es immerhin gute 10 Jahre vergönnt, hier neben ihm sitzen zu dürfen, auf dem Richterturm in Kleinruschaden. In diesem Jahr, am 28. Oktober, feiert Harry Klugmann seinen 80. Geburtstag. Leider sehen die Statuten vor, dass man dann aus dem aktiven Richterdienst ausscheidet. Das ist jammerschade. Nichtsdestotrotz blicken wir zurück auf viele wunderschöne Momente mit dieser Ausnahmepersönlichkeit des Oldenburger Landes. Der Bronzemedaillengewinner in der Military der Olympischen Spiele 1972, der Silbermedaillengewinner bei den Weltmeisterschaften und mehrfache deutscher Meister. Eine große Persönlichkeit des Reitsports, eine Richterpersönlichkeit, sagt Adieu. Und wir sagen noch einmal Dankeschön. Viele Freunde, die er hier gewonnen hat im Oldenburger Land. Dankeschön an Harry Klugmann. Harry Klugmann, da fallen mir einige Sachen zu ein. In meiner Jugend, zu meiner aktiven Zeit, war Harry auch einst mein Trainer. Er hat mir zu so manchem Sturz verholfen. Weiß er auch noch, wenn er das sieht. Dann habe ich eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet. Da war er Vorsitzender im Vorstand vom Reitverein. War auch eine ganz interessante Zeit. Harry ist Richter, jeder kennt ihn. Hier natürlich Haus- und Hofrichter über Jahre, Jahrzehnte. Hat so manchen Kuchen verzehrt. Aber auch zu seiner aktiven Laufbahn, das war ja lange vor meiner Zeit, aber Harry hat ja wirklich viel erreicht, Olympiateilnehmer oder war sogar Olympiasieger, ich kann es nicht mal genau sagen. Auf jeden Fall ist Harry ja ein richtiger Typ. Ja, erstmal alles Gute, Harry, wünsche ich dir. Ich bin ja zu der Ehre gekommen, meinen ersten Vielseitigkeitslehrgang bei dir zu reiten, in Böden-Bunden damals noch. Du hast uns damals super vorbereitet auf diese Schätzendorf-Prüfung. Da kann ich mich noch hundertprozentig wie heute dran erinnern. Das war eine tolle Sache, das vergisst man nie. Wir haben eine schöne Zeit mit dir gehabt und das war ein toller Unterricht, den du gemacht hast. 80 Jahre Harry Klugmann. Harry, du hast maßgeblich am Erfolg dieser Turnierserie oder generell an den Equivents-Turnieren dazu beigetragen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Und natürlich auch, dass du immer so ein toller Abnehmer warst für manche Erdbeertorte, die wir zusammen gegessen haben. Alles, alles Gute. Harry Klugmann, aus meiner Sicht natürlich ein Kollege mit sehr, sehr viel Fachkompetenz. Selber ganz groß geritten, guter Ausbilder. Ich selber durfte ihn als Trainer kennenlernen. Auch da kann er wirklich der Jugend weiterhelfen. Immer stets gut gelaunt, immer ein Witz auf den Lippen. Wenn man ihn sucht, leicht zu finden an der Kuchenbar, das ist eigentlich Harry. So haben wir ihn in Erinnerung und so wollen wir ihn auch nie aus Erinnerung verlieren. Harry Klugmann, toller Typ, bester Kunde hier am Eisstand. Ja, Harry Klugmann, das ist also schon, muss ich sagen, ein ganz besonderer Mensch. Er ist ja damals als junger Kerl hier bei meinem Vater angefangen zu reiten und ich habe ihn in seiner Jugend ja auch erlebt. Er ist genau 10 Jahre älter als ich. Und wir haben doch, muss ich sagen, in all den Jahren, wie wir uns kennen, zu sehr viel, ganz viel Spaß gehabt. Und er hat seine Grunderfolge, die er hatte, und das Reiten hat er hier gelernt. Ich kann mich noch gut an den Sinn. So hat er ihn auf dreijährige Pferde setzt, nur mit dem Halfter drauf, und dann musste er die anreiten. Und er war einfach ein super Talent. Natürlich auch manchmal runtergefallen. Nicht ganz so lange Beine, dass ich ihn nicht gut halten konnte, aber was er schon in seinem Leben geleistet hat, ist hervorragend. Und ich kann nur sagen, Harry, herzlichen Glückwunsch. Jetzt, du bist ja noch keine 80, aber wirst 80, alles Gute und bleib so, wie du bist. Und weiterhin noch viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Harry Klugmann ist für mich ein menschlicher Vorbild. Immer für den Sport, immer gut gelaunt. Und ich würde ihn freuen, dass er uns sehr oft in Kleinruschaden besucht. Also Harry Klugmann ist in meinen Augen ein super kompetenter Züchter.
ein ganz toller Futtermittellieferant. Und was soll man zu Harry noch sagen? Ich glaube, er ist einer der sympathischsten, lustigsten und wirklich ein sehr, sehr guter Richter. Ich hoffe, Harry, wir sehen uns noch ganz oft wieder. Komm immer her, es gibt einen Kaffee und bitte erheitere doch unsere Stutenuntersuchungssessions weiter. Es wäre schön. Harry Klugmann kenne ich schon sehr, sehr lange. Und wenn wir bei uns auf den Turnieren ist, dann planen wir immer eine Platte Erdbeerkuchen mehr ein. Also wenn ich an Harry Klugmann denke, denke ich immer an seine großartigen Military-Erfolge, den ich als junger Mann immer sehr gut verfolgt habe. Und in letzter Zeit habe ich ihn schätzen gelernt als sehr guten Richter in Rastede. Und ich hoffe, dass er noch lange mit uns zusammenarbeitet. Lieber Harry, leider war meine Vielseitigkeitskarriere ja nicht so lang. Aber trotzdem möchte ich mich bei dir bedanken, dass du uns immer ganz viel Vertrauen gegeben hast und immer ein ermunterndes Wort hattest, auch wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich freue mich immer, wenn alle etwas freundlichen Ton an den Tag legen. Ich versuche das auch den Reitern gegenüber und den Richtern gegenüber rüberzubringen und freue mich natürlich, wenn die Richter dann das Gleiche mit mir tun. Und da kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, Harry Klugmann. Ich habe mich immer gefreut, wenn er zu mir in die Meldestelle kam. Ich kenne Harry als zuverlässigen Futterlieferanten und als tollen Richter und eine tolle Persönlichkeit und ich wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute. Harry Klugmann, ein Mann, den ich seit 1972 kenne, großer Pferdemann, ein Original, kaum wegzudenken, immer sehr herzlich, sportlich wie fachlich, schätze ich ihn sehr. Hallo Harry! Ich weiß noch eine schöne Geschichte. Damals 82 in Horsens auf der Vielseitigkeit. Leider gingst du da mit deinem Pferd auf dem Pinsel, aber abends auf dem Ball mit deinem dreckigen T-Shirt. Da warst du gut dabei. Da haben wir viel Spaß gehabt. Harry Klugmann, ja, mein Springpferdeprüfungsexperte. Er sagt, jede Springpferdeprüfung könnte ich jeden Holzbock darüber reiten und würde gut aussehen. Ja, so ist Harry. Harry Klugmann wollte ich mich einmal ganz herzlich bedanken. Wo ich 15 Jahre alt war oder 16, habe ich bei ihm ganz viele Reitstunden gehabt, um mein reiterliches Können zu verbessern. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit. Ja, lieber Harry, du warst immer ein Pferdemann vom Scheitel bis zur Sohle. Immer super drauf auf dem Turnier oder wenn man dich getroffen hat, immer ein freundliches Wort. Vielen Dank für deine fachlichen Unterstützung und wünschen dir alles, alles Gute und bleib wie du bist und noch viele gesunde Jahre. Danke, Harry. Ich kenne Harry Klugmann schon ewig, seitdem ich angefangen bin zu reiten. Da war Harry für uns schon eine Koryphäe. Es war für mich einer der stärksten Vielseitigkeitsreiter, vor allem im Gelände. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt, wenn er sein Richteramt niedergibt, wir ihn hoffentlich noch oft sehen auf den Turnieren, wo er uns begleiten wird. Harry Klugmann ist ein cooler Typ.